Stadt Wien. Einführung von Wien. Wien ist die Bundeshauptstadt von Österreich und zugleich eines der 9 österreichischen Bundesländer. Mit über 1,8 Millionen Einwohnern ist Wien die bevölkerungsreichste Großstadt Österreichs. Die zweitgrößte im deutschen Sprachraum sowie die siebentgrößte Stadt der Europäischen Union. Im Großraum Wien leben etwa 2,6 Millionen Menschen. Das entspricht rund einem Viertel der österreichischen Gesamtbevölkerung. Geschichte von Wien. Architektonisch ist Wien bis heute vor allem von den Bauwerken um die Wiener Ringstraße aus der Gründerzeit, aber auch vom Barock- und Jugendstil geprägt. Durch ihre Rolle als kaiserliche Reichshaupt- und Residenzstadt der Kaisertums Österreich ab 1804 wurde Wien im 19. Jahrhundert zu einem kulturellen und politischen Zentrum Europas. Als fünftgrößte Stadt der Welt zählte die Stadt um das Jahr 1910 über 2 Millionen Einwohner. Das historische Zentrum von Wien sowie das Schloss Schönbrunn gehören heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Mit jährlich mehr als 5 Millionen Touristen aus dem Ausland zählt Wien zu den 10 meistbesuchten Städten Europas. Wiener Prater. Der Wiener Prater ist ein sehr weitläufiges, etwa 6 Quadratkilometer umfassendes, großteils öffentliches Areal im 2. Wiener Gemeindebezirk Leopoldstadt, das noch heute zu großen Teilen aus ursprünglich von der Donau geprägten Aulandschaften besteht, wenn man außerhalb Wiens vom Prater spricht, ist häufig nur der bekannte Vergnügungspark im Prater, der Wurzelprater, gemeint. Dieser befindet sich an der Nordwestspitze des Areals zwischen Donau und Donaukanal und macht flächenmäßig nur einen sehr kleinen Teil des gesamten Pratergebiets aus. Maria-Theresien-Platz. Der Maria-Theresien-Platz befindet sich in Wien im zuerst Gemeindebezirk an der Ringstraße gegenüber von Heldenplatz und Hofburg. Er wird von den größten 2 historischen Museumsbauten der Stadt eingerahmt, den ehemaligen Hofmussen Kunsthistorisches Museum und Naturhistorisches Museum. Den optischen Abschluss bildet dann das jenseits der zum Ring parallelen Zweierlinie befindliche Museumsquartier. In der Platzmitte steht das Maria-Theresien-Denkmal, das größte Habsburger Monument in Wien. Hofburg. Die Hofburg zu Wien war vom 13. Jahrhundert bis 1918 die Residenz der Habsburger in Wien. Seit 1945 ist sie der Amtssitz der österreichischen Bundespräsidenten. In ihr sind der größte Teil der österreichischen Nationalbibliothek sowie verschiedene Museen und auch das Bundesdenkmalamt untergebracht, der im Laufe von rund 7 Jahrhunderten gewachsene unregelmäßige Gebäudekomplex umfasst auch 2 Sakralbauten, die Hofburgkapelle und die Augustinkirche. Schloss Schönbrunn. Das Schloss Schönbrunn liegt im 13. Wiener Gemeindebezirk Haitzing. Sein Name geht auf einen Kaiser Matthias zugeschriebenen Ausspruch zurück, der hier im Jahr 1619 auf der Jagd einen artesischen Brunnen entdeckt und ausgerufen haben soll: Welch schöner Brunnen!